Yu-Gi-Oh! Kann man in verschiedenen Kompetitätsleveln spielen. Ich werde euch mal ganz kurz für euch runterbrechen. Stufe 1. Ihr spielt mit euren Freunden, die keine Ahnung haben, wie die Regel funktioniert. Auf dem Küchentisch Nummer 2. Ihr baut euch einmal eine Kamera auf und spielt über Discord mit anderen Leuten. Das nennen wir Remote Duell. Nummer 3. Locals. Ihr geht in einen Kartenladen einmal die Woche, zahlt 5 Euro Eintritt, könnt ein Turnier mitspielen gegen andere Leute. Level 4. Es ist ein großes Turnier angekündigt und huhu, da kommen 100 Leute und ihr habt richtig Bock, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Nummer 5. Yu-Gi-Oh! Kündigt eine Nationals an. Einmal im Jahr für jedes Land. Da geht ihr hin, spielt, ist wie eine große Regional. Nummer 7. Konami sagt eine YCS an. Eins der größten Turniere, was ihr spielen könnt. Nummer 8. Die Europameisterschaft. Dafür könnt ihr euch auf all diesen Events qualifizieren, um für Europa mitzuspielen. Und das letzte ist einmal die Weltmeisterschaft. Dafür kann man sich nur ganz schwer qualifizieren, aber sind wir ehrlich, leider juckt die Weltmeisterschaft so niemanden.